Ja, herzlich willkommen alle zusammen zur nächsten Ausgabe der Heinze Architektur virtuell. Heute live aus Stuttgart und jetzt mit dem absolut spannenden Thema des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 in Stuttgart. Wir haben heute drei Gäste dabei. Einmal die Angela Schmidt von Werner Sobeck und auch Vorstand von Werner Sobeck, den Roland Bechmann. Und auch mit dabei ist der Vertreter der Deutschen Bahn AG für das Projekt, der stellvertretende Projektleiter, der Ralf Megerle. Wir haben den Beitrag vorher im Studio aufgezeichnet aus technischen Gründen. Das werdet ihr sehen jetzt dann während des Beitrages. Das war einfach ein bisschen einfacher für uns und wir starten jetzt auch gleich mit dem Vortrag. Vielleicht nochmal vorab die Aufforderung, beteiligt euch, stellt eure Fragen. Wir haben teilweise auch die Möglichkeit, euch akustisch dazuzuschalten, wenn ihr mögt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und ich sage erstmal Film ab. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Bechmann vom Büro Werner Sobeck. Wir sind hier angefragt worden, heute über das Projekt Stuttgart 21 zu berichten etwas, und zwar über die Tragwerksplanung zu dem Projekt, zu dem Bau des neuen Bahnhofs. Das würden ich und meine Kollegin, die Frau Angelika Schmid, jetzt in diesem Vortrag machen. Wir hatten eigentlich vorgesehen, das so ein bisschen als Gespräch zu machen, weil das ja über das Internet man letztendlich nicht diese Präsenz hat wie beim persönlichen Vortrag. Da wollten wir das im direkten Gespräch machen. Das geht jetzt nicht ganz, deswegen wechseln wir uns ein bisschen bei dem Vortrag ab, um das ein bisschen lebhaft zu erhalten, weil es wird doch auch ein bisschen ingenieurlastig und wir wissen, wir haben heute viele Architekten, die zuschauen. Wir denken, dass es aber sehr interessant sein kann, da auch mal in das Engineering zu dem Projekt ein bisschen reinzugucken. Dennoch ein bisschen zur Vorgeschichte zu dem Projekt Stuttgart 21. Wer die Situation in Stuttgart nicht kennt, es wurde ja in den letzten Jahren sehr viel über das Projekt geredet. Hier sieht man mal ein Luftbild von Stuttgart, bevor die Baustelle angefangen hat. Und man sieht da eben diese große Gleisanlage. Das ist letztendlich die Fläche, auf der die Züge in Stuttgart ein- und ausfahren, wenn sie zu dem Kopfbahnhof fahren. Das ist nahezu auch heute noch so, nur dass das Ende ein bisschen nach vorne verlegt ist. Und bereits Ziel des ganzen Projektes ist es eigentlich, diese große Fläche der Stadtentwicklung wieder zur Verfügung zu stellen, das sogenannte Rosensteinquartier. Das sieht man jetzt hier auch auf diesem Bild, so in leicht rosa. Das sind insgesamt 100 Hektar, die für die Stadtentwicklung zur Verfügung stehen. Das wird ja jetzt derzeit auch gerade schon beplant. Das Stuttgarter oder ein Team um das Stuttgarter Büro ASP hat ja den Wettbewerb für dieses Rosensteinquartier gewonnen und bearbeitet dafür gerade den Masterplan, wo tatsächlich große Wohnflächen, aber auch Freiflächen entstehen. Wir reden jetzt hier unten über den großen neuen Hauptbahnhof, der als unterirdischer Bahnhof entstehen wird. Das ist dieses dunkelrote Feld unten. Das ist eine 420 Meter lange Konstruktion. Und davor steht dann, das sieht man hier, das jetzige Bonatz-Gebäude, das bestehen bleibt. Also das jetzige Hauptbahnhofsgebäude wird dort als Eingangsgebäude weiterhin fungieren. Und hier sieht man nochmal ein Luftbild. Also das ist jetzt nicht aus dem Bau, sondern aus der Situation, bevor die Baustelle angefangen hat, wie denn dann eben der neue Bahnhof sich hier positioniert. Man sieht also, dass der eben quer zu der jetzigen Gleisrichtung ausgerichtet wird. Es wird sozusagen das ganze Zuggleissystem, das eben nach Stuttgart einfährt, umgelegt, sodass eben aus den, dass eben wirklich ein wirklicher Durchgangsbahnhof entstehen kann. Geometrisch ist die ganze Situation, wie man hier auch sieht, relativ komplex, weil das alles unterirdisch funktionieren soll und muss, damit eben genau zwischen der jetzigen Königstraße, der Innenstadt und dem neuen Quartier keine neue Hürde entsteht, dass das also fließend ineinander übergeht. Das ist geometrisch nicht ganz so leicht, weil tatsächlich natürlich dadurch der gesamte Bahnhof unter dem jetzigen Straßensystem ausgeführt wird. Aber gleichzeitig haben wir dort auch S-Bahn und U-Bahn und insbesondere im Bereich des Nordwestens liegt der neue Bahnhof dann auch über der derzeit bestehenden U-Bahn, die quasi überbaut wird. Man hat also von nach oben und unten wirklich einen begrenzten Raum und das war insgesamt eine doch sehr geometrisch anspruchsvolle Aufgabe.
die Christoph Ingenhoven als Architekt in einem Wettbewerb schon Ende der 90er Jahre, 1997, gelöst hat und sich da im großen Wettbewerb, ich glaube, das waren so 126 Teilnehmer, durchgesetzt hat mit dem Entwurf, der jetzt zur Ausführung kommt, der jetzt ja auch langsam fortgesetzt wird. Und hier sieht man mal auf dem Bild so tatsächlich dann, wie der Bahnhof dann doch jetzt in ein paar Jahren aussehen wird. Man wird also das jetzige Bonatz-Gebäude weiterhin bestehen haben und wird dann eben von oben die Lichtaugen, diese Kuppeln sehen, die in den Bahnhof Tageslicht reinlassen, und die eigentliche Bahnhofshalle ist eben unterhalb dieser Lichtaugen. Hier sieht man nochmal so ein Lichtauge von oben, also es wird tatsächlich dann ein großer Park werden, der eben sowohl an das Rosensteinquartier anschließt, unten aber auch, oder im Südosten ist es dann, an die B14 anschließt, an die Konrad-Adenauer-Straße anschließt. Also eine sehr schöne Situation, die wir dann haben, wo eventuell auch für diese B14-Situation findet ja gerade ein Wettbewerb für die Umgestaltung statt, wo sich dann tatsächlich doch das gesamte Stadtbild von Stuttgart mittelfristig verändern wird. Hier sieht man mal ein Modell des neuen Bahnhofes. Im Übrigen gibt es da bei uns in Stuttgart, wer nach Stuttgart kommt, eine schöne Ausstellung, die eigentlich auch permanent geöffnet ist, in der man die ganzen Modelle betrachten kann, um das Projekt wirklich mal zu verstehen, weil es ist geometrisch so komplex, dass es auch gar nicht unbedingt in diesen Folien jetzt zu erläutern ist. Hier vielleicht noch mal ein Bild, das ist natürlich ein Rendering, das die Situation von innen sehr schön zeigt. Man sieht, wie diese Kelchstützen, zu denen kommen wir dann gleich noch, weil wir dann gleich zum Tragwerk kommen, was natürlich unsere Aufgabe als Tragwerksplaner vor allen Dingen war, diese Kelchstützen auch so zu planen, dass die baubar ausgeführt werden können. Aber man sieht hier sehr schön, dass die eben einerseits natürlich eine stützende und eine tragende Funktion haben, andererseits aber auch dazu dienen, wirklich das von oben aus den Lichtaugen kommende Tageslicht rückwärts in den Bahnhof hinein zu reflektieren, haben also da eine Doppelfunktion. Und man sieht gleichzeitig auch, dass zwischen diesen Stützen eben doch sehr große Spannweiten stehen von etwa 36 Metern und dadurch, je nachdem wie man guckt, und ist auch ein bisschen unterschiedlich an den Stellen, und dadurch natürlich eine gewisse Gewölbestruktur entsteht, die wir tragwerkstechnisch auch sehr gut nutzen können. Das alles basiert natürlich auf einer Entwurfsphilosophie, die Frei Otto, der das Team von Christoph Ingenhoven unterstützt hat, mit in den Wettbewerb reingetragen hat. Das ist ja bekannt. Das ist natürlich ein Stuttgarter Thema, was dort jetzt auch baulich umgesetzt wird. Das sind natürlich Modelle, die wir hier sehen, die schon viel älter sind, wo letztendlich schon seit den 60er Jahren oder eigentlich schon seit den 50er Jahren mit Seifenhautmodellen oder Membranmodellen experimentiert wurde, dass eben wirklich optimale Geometrien entstehen, in denen nur Zugspannungen wirken, sodass es eigentlich eine momentenfreie Konstruktion wird, die dadurch auch besonders schlank ausgeführt werden kann. Hier sieht man so ein bisschen die Versuche, auf denen das dann alles basiert und tatsächlich auch das Hängemodell, anhand dessen dann im Wettbewerb damals die Geometrie bestimmt wurde. Natürlich gab es, glaube ich, so wie ich informiert bin, damals auch die Idee, das tatsächlich als Seilnetz auszuführen. Das wurde aber auch schon im Wettbewerb natürlich wieder zurückgestellt, weil die Auflast aus den Bodenlasten, die wir haben, aus den Parklasten, weil man eben das ein begehbares Dach ist, so groß ist, dass das nicht als leichte Konstruktion ausgeführt werden kann. Man hat das dann also das Modell gedanklich eingefroren und umgedreht und daraus eine rein druckbeanspruchte Konstruktion gemacht, zumindest in der Theorie. Mein Name ist Angelika Schmid, ich bin Prokuristin im Büro Werner Sobeck und ich mache die Projektleitung für den Bereich der Tragwerksplanung für den neuen Stuttgarter Tiefbahnhof. Ja, wie wurden nun all die Randbedingungen, die mein Kollege Roland Bechmann gerade beschrieben hat, umgesetzt? Da gibt es zum einen die Höhenproblematik unter Straßen durch, über S-Bahnen drüber. Das wurde so umgesetzt, dass im Bereich der S-Bahn eine Brücke gebaut wurde, die sogenannte S-Bahn-Querung. Die spannt 30 Meter, das ist jetzt erstmal nicht besonders viel für eine Brücke. Allerdings lasten wesentliche Teile des Schalendachs darauf ab. Zwei Kelche stehen auf dieser Brücke, die jeweils etwa 60 Meganewton in die Brücke eintragen und die das zu einer großen Herausforderung für uns im Bereich der Tragwerksplanung gemacht haben.
Diese Brücke sieht man hier auf dieser Folie, wo sie heute schon gebaut wird, ganz im Moment sozusagen, und wo der bestehende S-Bahn-Tunnel unter dem Hauptbahnhof, unter dem neuen Hauptbahnhof durchläuft. Ein anderer wesentlicher Punkt sind die Kelche, die versucht wurden, möglichst einheitlich zu planen, auch mit dem Ziel, einheitliche Schalungen verwenden zu können. Durch diese Höhenentwicklungen, die die Bahnhofshalle aber mitmachen muss aus den gegebenen Randbedingungen, sind die Höhen der Halle sehr unterschiedlich. Das heißt, theoretisch wären auch alle Kelche unterschiedlich. Dem ist man entgegengetreten, indem man die etwa obere Hälfte, die oberen 6 Meter der Kelche einheitlich geplant hat und den unteren Bereich, den sogenannten Kelchfüßen, auf diese unterschiedliche Höhe reagiert. Es ist also so, dass der untere Bereich der Kelche überall variiert. Hier sieht man nochmal diese unterschiedliche Höhenentwicklung. Dach und Bodenplatte der neuen Bahnhofshalle haben unterschiedliche Neigungen und so kommt es zu den unterschiedlichen Kelchtypen, die eingesetzt werden. Hier sieht man unser finite Elementmodell, an dem die Berechnungen erfolgen. Der Herr Bechmann hat vorher sehr schön erläutert anhand der Seifenblasenmodelle, dass das Ziel war, eine rein druckbeanspruchte Konstruktion zu entwickeln. Das hilft uns heute auch sehr, dass rein vom Eigengewicht die Konstruktion druckbeansprucht ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass in Wirklichkeit natürlich viele andere Randbedingungen herrschen, die durchaus auch Zug- und Biegebeanspruchung in das Tragwerk einleiten. Dazu gehört zum Beispiel die Erdauflast, die nachher auf diesem Bahnhof lastet. Der seitliche Erddruck, der dazu führt, dass die Kräfte horizontal als Rahmen teilweise abgetragen werden müssen. Und natürlich nicht zuletzt die Länge von 420 Meter monolithisch ohne Fugen, die dazu führt, dass Kriechen, Schwinden und vor allem auch Temperaturbeanspruchungen zu wesentlichen Zwängungen führen. Dafür wurden von uns verschiedene finite Elementmodelle aufgebaut. Hier das Gesamtmodell zu sehen, anhand dessen dann die Bemessung der Struktur erfolgt. Also das Herausfordernde für uns und natürlich für das ganze Planungsteam und jetzt vor allen Dingen natürlich auch für die Kollegen von der Ausführung auf der Baustelle gerade, bei diesem Projekt ist natürlich die Geometrie. Also wir haben diese doppelt gekrümmten Stahlbetonflächen, wir haben die 28 Kelche, die alle dann auch nicht gleich sind, sondern irgendwie ein bisschen anders abgeschnitten sind, auch von den Typen ein bisschen unterschiedlich sind. Wir haben einen Sonderkelch, der wesentlich größer ist und das sind wirklich alles doppelt gekrümmte Flächen, die ja mit diesen, deren Geometrie ja mit diesen experimentellen Methoden entwickelt wurde, die also eigentlich nicht so richtig mathematisch zu beschreiben sind. Und das mussten wir jetzt im Planungsprozess natürlich abbilden. Heutzutage eigentlich alles gar nicht mehr so ein großes Problem. Heutzutage reden alle von BIM, als wir angefangen haben. Wie gesagt, waren wir nicht ganz von Anfang in dem Projekt. Das war so etwa 2009. Da hat diese Diskussion über digitale Planung gerade angefangen. Wir hatten ein schönes Projekt vorher, das Mercedes-Benz-Museum hier in Stuttgart, welches wir mit UN-Studio zusammen geplant hatten, wo wir das so ein bisschen geprobt haben und haben das hier eigentlich sehr schön weitergeführt. Was wir damals also gemacht haben, sowohl die Ingenieure als auch die Architekten haben tatsächlich schon vor jetzt ja 11 Jahren in einem 3D-Modell zusammengearbeitet. Wir haben in denen die gesamte Geometrie von beiden Seiten der Oberfläche zusammengeführt. Wir haben aber auch, weil das da besonders wichtig ist, und das sieht man hier, tatsächlich jede Schalhautfuge in deren dreidimensionalen Verlauf durch den Raum abgebildet, alle Einbauteile abgebildet, die relevant sind, weil wir um die ja später auch die Bewährung planen mussten und das alles tatsächlich ausführen konnten. Das alles zusätzlich zu den ganz normalen Rohbauplänen, die wir trotzdem für die Ausführung auf der Baustelle zusätzlich erstellen müssen. Hier sieht man mal so ein bisschen ein Bild aus dem 3D-Modell. Man sieht von hier unten auch nochmal so einen Blick in die unterschiedlichen Situationen, die wir dort haben. Tatsächlich diese ganzen meisten Linien, die man da sieht, das sind diese sogenannten Schalhautfugen, die eben also auch genau entsprechend des architektonischen Entwurfs abgestimmt wurden. Und man kann da schon erahnen, dass das nur natürlich sowohl für die Planung als jetzt auch für die Bauausführung wirklich eine Herausforderung ist, aber auch was wirklich Neuartiges ist, was einen ganz neuartigen Raumeindruck erzeugen wird. Was natürlich eine große Besonderheit ist, ist dabei tatsächlich auch die Bewährungsführung, also die Lage
der Bewährungseisen im Raum, weil tatsächlich ist die Konstruktion hoch ausgenutzt und eben leider doch nicht zu 100% Druck beansprucht, wie das die Modelle ursprünglich erwartet haben, sondern es gibt eben doch aus den Längsausdehnungen des Bahnhofs und aus der Rahmenwirkung erhebliche Biegeanteile. Das heißt, es ist dann doch eben ein Bauteil, was vom Bewährungsgrad etwa mit einer normalen Deckenkonstruktion zu vergleichen ist. Die Bewährungsführung ist aber wesentlich komplexer, weil natürlich die Bewährung immer möglichst oberflächennah sein muss, damit der maximale innere Hebelarm genutzt werden kann. Und dadurch ist es eben eine immer sich verändernde Bewährung, die sich tatsächlich an diese Geometrie anpasst. Das heißt, dafür haben wir auch ein Planungsmodell erstellt, in dem jeder einzelne Bewährungsstab oder im ersten Schritt jede einzelne Spur jedes einzelnen Bewährungsstabs im Raum auch so dargestellt wurde. Und anders als das bei orthogonalen Bauteilen oder auch normalen Konstruktionen möglich ist, gab es da natürlich keine wirklichen Automatismen für, mit denen man das machen konnte. Man musste da dann natürlich auch kontrollieren, ob sich die einzelnen Spuren, die wir hier erstellen, nicht überschneiden. Wir haben also auch da tatsächlich so eine Art Clash-Control gemacht und programmiert über einen Algorithmus, was man heute natürlich in der BIM-Methodik auch immer macht. Aber dass man das tatsächlich schon für die einzelnen Bewährungsspuren macht, ist aus unserer Sicht zumindest was Außergewöhnliches, was wir in dieser Komplexität auch noch in keinem anderen Projekt so richtig gesehen haben. Ja, die gerade schon beschriebene komplexe Geometrie und dadurch komplexe Bewährungsführung wurde bei uns parametrisch durch eigens erstellte Skripte generiert. Und dafür waren natürlich Regeln vorzugeben. Hierzu gehören zum Beispiel, dass orthogonale Bereiche und radiale Bereiche sich übergreifen, überlagern müssen. Und zwar so, dass es keine Kollisionen der Bewährungseisen untereinander gibt. Dafür werden Kröpfungen generiert. Das sieht man hier auf dieser Folie, wie die unterschiedlichen Bereiche zueinander kommen. Aber natürlich gibt es auch andere kritische Randbedingungen, wie die Möglichkeit der Herstellung von Biegeformen, die begrenzt sind durch die Biegemaschinen, die eingesetzt werden. Dazu wurden auch Versuche durchgeführt, zu denen ich gleich nochmal komme. Und so gibt es eine ganze Reihe an Randbedingungen, die bei der Bewährungsgenerierung zu berücksichtigen waren, die dann, wie von Herrn Bechmann schon beschrieben, im 3D-Programm generiert wurden und von dort dann exportiert werden in das Programm Allplan Nemetschek, mit dem dann aus diesen geometrischen Spuren, aus diesen Bewährungsachsen, tatsächliche Bewährungsstäbe mit ihren Eigenschaften erzeugt werden. Und so entstehen dann diese Bewährungsmodelle, die wir hier sehen, die 3D auch wirklich der Baustelle übergeben werden. Hier sieht man mal in so einen Kelchbereich hinein und sieht die Abstandhalter der oberen Bewährung. Und in diesen Bewährungs-3D-Modellen hat dann jeder Stab seine Position, seine Nummer. Jeder Stab bekommt einen Anfang, ein Ende. Jeder Stab wird direkt zuordnenbar. Und das muss natürlich auch auf die Bewährungspläne transferiert werden. Und so kommt es dazu, dass ein Kelch, von denen es wie gesagt 28 gibt, etwa 400 Bewährungspläne zugeordnet bekommt. Das heißt, eine ganz, ganz große Anzahl an Bewährungsplänen, die natürlich für die Baustelle schwer zu handeln sind. Und deswegen bekommt die Baustelle auch das 3D-Modell zur Verfügung gestellt. Das wird dort auch auf einem Laptop direkt neben den Bewährungsarbeiten aufgebaut, sodass die Baustelle, die Arbeiter direkt schauen können, welchen Stab sie gerade einbauen und wo der hingehört. Auf den Bewährungsplänen gibt es neben diesen Positionen, von denen jeder Kelch 1500 verschiedene Bewährungseisenpositionen hat, Koordinatenlisten. Und zwar ist es hier so, ähnlich wie beim Rohbaumodell, wo die Geometrie über Koordinaten definiert wird, dass im Bewährungsmodell wesentliche Leitstäbe mit Koordinaten versehen werden. Das heißt, die Baustelle kann mit Hilfe eines Vermessers diese sogenannten Leitstäbe exakt verlegen und einmessen lassen und alle weiteren Stäbe dann dazwischen legen. Nur so ist es eigentlich möglich, dass solche Bewährungen wirklich so exakt verlegt werden, wie es hier nötig ist, denn es ist wirklich so, es ist sehr viel Bewährung in diesen Kelchen. Ein kleines Beispiel, so ein typischer Kelch hat 350 Tonnen Bewährungsstahl bei 700 Kubikmeter Volumen, also 500 Kilogramm pro Kubikmeter Bewährung. Das ist schon einiges und muss sehr exakt verlegt werden, dass das Ganze nachher auch betonierbar bleibt.
Hier sehen wir mal ein paar Fotos von diesen Biegeversuchen. Und zwar wurde dort mit der ausführenden Firma Tests gemacht, zum Beispiel bei welchem Durchmesser, ab welchem Krümmungsradius man einen Stab überhaupt biegen muss oder ob er nicht einfach so auf der Baustelle vor Ort in seine Position gezwängt werden kann. Da gab es noch eine Reihe ganz anderer Versuche dazu, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir die Regeln für unsere Bewährungsplanung erstellen konnten. Hier sieht man ein Bild des Musterkelchs. Auch der war wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zur Planung der Bewährung und der gesamten Kelche. Und zwar bildet das ein Sechstel eines typischen Kelches ab in 1:1 Größe. Hier wurde zum einen natürlich die Bewährungsführung erprobt, die Verlegung und eben ausprobiert, wie die Betonage auch am besten funktioniert. Auch das ein wesentlicher Bestandteil in der Entwicklung und Planung dieser Kelche. Und nun mal ein Durchlauf durch die Herstellung eines solchen Kelches. Hier sieht man den sogenannten Kelchfuß, das heißt die unteren 6 Meter eines Kelches. Hier werden zunächst Schablonen aufgebaut. Innerhalb dieser Schablonen, leicht rötlich hier zu erkennen, wird die Bewährung verlegt und an die Schablonen angebunden. Das geht immer weiter, alle Lagen, bis so ein Kelchfuß bis zur Höhe von 6 Meter die Bewährung dieses Kelchfußes steht. An sich schon eine Skulptur für sich und fast schade, dass sie einbetoniert wird. Aber dann gibt es auch weiter. Hier sieht man die Schalung. In 3D aus verleimtem Holz gefräste Elemente, die auf die Baustelle transportiert werden und dann hier von außen an diese Bewährung, die erstmal jetzt frei steht, nur mit Hilfe dieser Schablone, von außen angeschoben werden, dass quasi der ganze Kelchfuß umhüllt ist von Schalung. Dann wird betoniert und nach dem Ausschalen sieht es dann so aus. Wie gesagt, die unteren 6 Meter eines Kelches. Nach oben steht hier die Anschlussbewährung raus. Dann geht es wie folgt weiter, die Schalung der oberen 6 Meter des Kelches wird aufgebaut. Die Schalung penibelst gereinigt, da es ja Sichtbeton SB4 werden soll und noch dazu Weißbeton. Hier drauf die Betonabstandhalter und dann wird die Bewährung verlegt. Hier sieht man ganz kurz das 3D-Modell von uns erzeugt im Rahmen der Bewährungsplanung, das wie gesagt in einem Container auf der Baustelle zur Verfügung steht. Und hier schauen die Kollegen gerade nach einzelnen Eisen, wie die verlegt werden müssen. Und der fertig bewährte Kelch sieht dann so aus. Und hier sieht man hinten schon, dass die Betonpumpen angerückt sind. Das erfolgt im Regelfall an einem Samstag. Die Betonage dauert 10 Stunden für einen Kelch und es muss sichergestellt werden, dass es nicht zum Stoppen kommt. Daher wird es außerhalb der Rush Hour im Regelfall betoniert. Nach Betonage wird oben abgezogen. Links steht noch die Bewährung raus. Das ist die sogenannte Hutze, die Aufkantung auf dem Kelch, die im Nachgang betoniert wird. Und der fertig betonierte Kelch sieht man dann hier. Im Moment noch durch Hilfsstützen abgestützt, die später, wenn die weiteren anschließenden Bauteile betoniert sind, wieder herausgenommen werden. Abschließend ist festzustellen, wir werden am Ende etwa 12.000 Bewährungspläne liefern, allein für dieses Schalendach und für jeden Kelch und jedes Bauteil dazwischen ein eigenes 3D-Modell, ohne das sicher die Herstellung dieser Kelche, dieses Schalendachs gar nicht möglich wäre. Und so leisten wir unseren Beitrag zu diesem wunderbaren Projekt, das langsam auch Gestalt annimmt und auf das wir auch schon in gewisser Weise stolz sind. Ja, vielen herzlichen Dank für den Beitrag. Und wenn alles gut geht, dann haben wir jetzt Frau Schmid, Herrn Bechmann und Herrn Megerle von der Deutschen Bahn mit dabei. Jawohl, jetzt sind wir alle beisammen. Herzlich willkommen. Herr Bechmann, hallo, grüß Sie. Ich möchte auch erstmal was ein bisschen mehr über Werner Sobeck erfahren. Ich weiß, dass es da in der Vergangenheit einige unternehmerische Veränderungen gegeben hat. Also inwiefern haben Sie sich umgestaltet im Unternehmen und welche Funktion hat heute eigentlich Werner Sobeck? Ja, schön, dass sich das rumspricht. Werner Sobeck selber
ist ja jetzt schon seit fast 15 Jahren gar nicht mehr in der Geschäftsführung, sondern kümmert sich intensiv eigentlich um Design-Reviews, berät Bauherren einzeln bei Designprojekten. Natürlich, Architekten ist also voll von den, ich sag mal, Geschäftsabläufen abgekoppelt und kann sich komplett auf die Projekte konzentrieren. Was wir jetzt in den letzten Jahren noch zusätzlich gemacht haben, ist eigentlich, dass wir unsere unterschiedlichen Unternehmen in einer Aktiengesellschaft zusammengeführt haben und Aktiengesellschaft deshalb, weil wir jetzt auch die Anteile quasi auf eine Gruppe von insgesamt 15 Mitarbeiterinnen übertragen haben. Also wir nennen uns jetzt People Own Company. Das heißt, das Unternehmen gehört nicht mehr wie früher im Wesentlichen einer Person und dann vielleicht noch den Vorständen, sondern wirklich einer Gruppe von Führungskräften. Das haben wir jetzt im letzten Jahr gemacht und ist natürlich für uns eine ganz tolle und schöne Situation, die uns auch quasi das Fortbestehen in der langfristigen Zukunft sichert. Also Herr Sobeck hat sich quasi sozusagen rechtzeitig der Muße gewidmet, vielleicht auch ein Stück weit. Ja, Muße heißt jetzt nicht, dass er sich zurücklehnt und sich nur den schönen Dingen des Lebens widmet, sondern für ihn gehört dazu oder das auch, aber dazu gehört natürlich bei ihm die Projektarbeit und auch weiterhin das wissenschaftliche Arbeiten. Aber ihn interessieren halt zum Beispiel Projektverträge, Honorare, Behinderungsanzeigen, solche Themen. Nicht so sehr. Da haben genau. Wir was gemeinsam. Ja. Die Werner Sobeck AG hat ja weltweit 14 Standorte und ist eigentlich bei jedem Großprojekt, auch quasi bei jeder Ikone, die realisiert wird, beteiligt. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, auch kann man sagen, für die deutsche Ingenieurskunst schlechthin, die international so erfolgreich ist. Wie sichern Sie diese Position für die Zukunft? Na gut, also erstmal vielen Dank. Bei jeder Ikone sind wir natürlich leider nicht dabei. Das wären wir gerne, aber doch bei vielen spannenden Projekten. Das ist natürlich schön. Wir haben natürlich ein bisschen das Glück, dass wir viele Kollegen haben, die selber an Universitäten lehren. Das heißt, wir haben den Werner Sobeck, der eine unheimliche Anziehungskraft auf talentierte Ingenieure hat. Also ein Vorteil von uns in den jetzigen Zeiten ist wirklich, dass wir hochkarätige Kolleginnen und Kollegen immer frisch von der Universität wirklich ins Unternehmen reinbekommen. Das heißt, wir sichern uns die Zukunft im Wesentlichen dadurch, dass wir aus unserer Sicht wirklich hervorragend ausgebildete Mitarbeiter haben. Zusätzlich ist es natürlich so, dass wir wirklich auch an dem, was wir als die Themen der Zeit empfinden, dranbleiben, dass wir mit Forschung machen in der Digitalisierung, aber auch ganz stark in Fragen aus der grünen Emission. Und so eigentlich wirklich an den spannenden Fragen der Zukunft weiter dranbleiben wollen. Und wir denken, dass das uns natürlich auch für das Fortbestehen des Unternehmens hilft. Das Verhältnis von Architekten zu Tragwerksplanern ist ja manchmal mitunter ein bisschen schwierig. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung und da gibt es auch einfach oft so ein bisschen Mentalitätsunterschiede zwischen den Fachplanern zum Architekten. Wie ist da Ihre eigene Erfahrung und wie schaffen Sie das, diese zu überwinden? Gut, also erstmal ist es so, das muss man vielleicht auch sagen, dass in den Projekten, die wir in Deutschland haben, wir ja viel mit deutschen Architekten zusammenarbeiten, die sind in der Regel, das merkt man denen auch an, im internationalen Umfeld technisch schon sehr gut ausgebildet. Das heißt, das Verständnis auch für Fragen des Ingenieurwesens ist da auf einem sehr hohen Niveau. Und natürlich ist es irgendwie bei uns auch so, die Architekten, die gerne mit uns zusammenarbeiten, ein großes Interesse an konstruktiven Fragestellungen. Das heißt, eigentlich erleben wir dort nicht irgendwie einen Widerspruch untereinander, sondern wir erleben das eigentlich jedes Mal als wirklich sich befruchtenden Dialog. Natürlich gibt es aber auch immer wieder Fragen, wo man gerade im Team auch oft Themen wiederholt, die man schon oft abgearbeitet hat, aber das gehört natürlich irgendwie ja auch zu jedem Alltagsleben dazu. Also eigentlich erleben wir jetzt keinen großen Widerspruch, sondern wenn wir es schaffen, gute Lösungsmöglichkeiten für die jeweilige Architektur aufzuzeigen, trifft das eigentlich auf großes Verständnis und eigentlich auch Befürwortung auf Architektenseite. Insofern sehen wir das immer sehr positiv, alles die Zusammenarbeit. Ja. Herr Megerle, um ein Großprojekt wie den Tiefbahnhof Stuttgart 21 stemmen zu können, ist ein enormer organisatorischer Aufwand erforderlich. Das kann man sich vorstellen.
Wie funktioniert das bei dem Projekt konkret und wer ist da eigentlich alles beteiligt? Stimmt, Herr Föhner. Also klar, ein großes Projekt bedeutet auch sehr viele Beteiligte, bedeutet viele Schnittstellen und das Ganze macht es natürlich sehr komplex. Also begonnen wurde vorhin berichtet ja auch mit dem Architekturwettbewerb von Stadt und Land. Die Bahn fungiert jetzt als Bauherrenvertreter seit 2013 durch eine eigenständige Projektgesellschaft, die Projekt Stuttgart-Ulm, DBPSU. Die Projektgesellschaft steht direkt unter dem Vorstand und berichtet auch direkt an den Vorstand, an Herrn Pofalla. In der Finanzierung gibt es dann noch neben Stadt und Land und der Bahn natürlich der Flughafen und Verband Stuttgart. Am Bau beteiligt sind, wie klar gehört, Architekt Ingenhoven, die Oberplaner Werner Sobeck im Auftrag von Ingenhoven sowie weitere, also sehr viele weitere Planer für die Gründung, Bahnbau, Entwässerung, Erdung, Förderanlagen und so weiter und so fort. Generalunternehmer ist der Züblin, der den Rohbau erstellt mit verschiedenen Subunternehmen und da gibt es auch weitere Unternehmen. Dann gibt es sehr viele Prüfinstanzen, der bautechnische Prüfer, mit dem eben der Sobeck auch viel zu tun hat. Dann später gibt es dann noch den TÜV für den Ausbau. Es gibt Gutachter, das Eisenbahnbundesamt, Fachdienste von der Bahn sind involviert, dann bei UIGs, ZIEs. Es gibt Schnittstellen zur SSB, zur Stadt Stuttgart und auch sehr viel weiteren Stakeholdern. Die Organisation, wie wir sie jetzt erleben oder durchführen, dass wir da möglichst alle Betroffenen mitnehmen in der Planung, läuft über das ein Planlaufmanagement. Da werden vom Architekt erstmal Rohbau, Rohlinge eingestellt. Und da sollte dann jede Disziplin, das ist auch die Aufgabe von uns bei Stuttgart-Ulm, zu gucken, dass dann alle die Beteiligten möglichst frühzeitig die Pläne mitzeichnen, also ihre proberelevanten Angaben liefern. Und das funktioniert automatisch, die bekommen die Pläne, die gehen dann wieder zurück, dann werden die koordiniert, auch in verschiedenen Rollen. Und so sollte möglichst alle Beteiligten ihre Angaben machen und dann sollte noch alles irgendwo in die Kontur reinpassen und das Tragwerk funktionieren. Das ist dann wieder Aufgabe von Werner Sobeck. Ist denn die Gesamtkoordination bei Ingenhoven oder wer übernimmt da in dem Projekt die Gesamtkoordination? Na, nicht ganz. Also bei dem Ingenhoven sind viele Subunternehmer angesiedelt, die dann ansteuert. Aber er ist nicht, wie der Züblin, ist ein Generalunternehmer, ist nicht der Generalplaner. Also es gibt dann nochmal weitere Planer, wie die bahneigenen, also die ganze Bahntechnik wird von uns angesteuert. Aber im Großen und Ganzen macht der Ingenhoven also nicht als Generalplaner, aber trotzdem als Architekt für das gesamte Gebäude mit den meisten. Deckt er einen Großteil der Leistungen ab. Und einen Projektsteuerer gibt es ja auch noch. Na, es gab früher den Projektsteuerer, jetzt macht das, was durch die DBPSU im Prinzip gesteuert. Ja. Frau Schmid, der Wettbewerb für den Tiefbahnhof liegt ja schon einige Jahre zurück. Ich glaube 1997, Herr Bechmann hat es vorher gesagt, fand er statt. In der Zwischenzeit, das hatten wir auch vorher gehört, haben Sie ja das Mercedes-Benz-Museum von Ben van Berkel realisiert. Auch dort schon vermutlich eine enorme Lernkurve hingelegt, weil ja die Konstruktion auch dort schon für seine Zeit weit voraus war oder seinerzeit weit voraus war. Dann kamen Sie quasi 2009 ins Projekt dazu, also quasi 12 Jahre nach der Wettbewerbsentscheidung. Also eine technische enorme Wandlung hat bereits schon stattgefunden, bis dann eben auch die politische Zustimmung da war. Wurde denn zu irgendeinem Zeitpunkt, also ich frage das jetzt rückwirkend und vielleicht können Sie es auch nicht ganz beantworten, aber wurde denn zu irgendeinem Zeitpunkt in Frage gestellt, ob sich dieses Projekt
in dieser Form konstruktiv und fertigungstechnisch überhaupt realisieren lässt. Weil wenn man das sieht, das ist ja unfassbar eigentlich, was da geleistet wird. Ja, das wurde sogar immer mal wieder in Frage gestellt, muss man sagen. Anlass waren da zum Beispiel sehr hohe Bewährungsmengen mit komplexer Geometrie, aber natürlich auch andere Themen. Wir als Büro Werner Sobeck waren jedoch immer davon überzeugt, dass das Projekt baubar ist, sicher auch aufgrund unserer Erfahrungen mit anderen Projekten, wie Sie angesprochen haben, zum Beispiel das Daimler-Benz-Museum. Und es war sicher ein langer Weg, zu beweisen, dass das Ganze realisierbar ist und natürlich auch ein langer Weg, unsere Planung so zu perfektionieren, dass alle Skeptiker auch davon überzeugt werden konnten. Der Fortschritt auf der Baustelle im Moment ist mittlerweile glücklicherweise der beste Beweis, dass diese Realisierbarkeit funktioniert, auch unter den sicher nicht ganz einfachen Randbedingungen, die wir hier vorfinden. Ich habe eine Frage reinbekommen von Manuel Mauder, die möchte ich kurz vorlesen, weil die ganz schön eigentlich zum Thema passt. Wie läuft die Prüfstatik und wer macht das? Muss hier mit einer alternativen Software gerechnet werden? Also das habe ich mich vorhin ehrlich gesagt auch gefragt. Wer kann das denn prüfen? Ja, da sage ich vielleicht was dazu. Das Büro Bonscheu und Drexler, wobei Bonscheu und Drexler, die beiden Prüfingenieure, mittlerweile getrennt voneinander arbeiten, die prüfen das Projekt. Jeder ist für verschiedene Bereiche zuständig. Und es ist tatsächlich so, dass es mit dem gleichen Softwareprogramm geprüft wird, wie wir auch die Statik aufstellen, zumindest mal für die Hauptteile. Also zum Beispiel gerade für dieses Schalendach. Wir verwenden da Sophistic als FE-Programm und das wird zu großen Teilen auch vom Büro Bonscheuer verwendet. Da kann man jetzt natürlich sagen, ist das denn alles ganz gut so, wenn man das gleiche Programm verwendet? Aber es ist einfach so, dass bei der Komplexität andere Programme man einfach viel schneller an die Grenzen stößt. Natürlich ist so, dass die Modelle unabhängig voneinander gebaut werden, auch wenn man das gleiche Programm verwendet. Es gibt in diesem Programm Sophistic so viele Möglichkeiten, Dinge anders zu modellieren, dass wir immer wieder feststellen, obwohl wir das gleiche Programm verwenden, hat der Prüfingenieur andere Ergebnisse als wir. Und es zeigt uns eigentlich, dass das trotzdem ein sehr gut gangbarer Weg ist, auch wenn man in diesem Fall, was man sonst eigentlich nicht macht, das gleiche Programm verwendet für die statischen Nachweise. Auch das war eine Frage von Georgi Draganov. Er fragt auch, welche Softwareprodukte verwendet werden. Ich muss jetzt nicht explizit Werbung machen, aber Sophisticated ist eines dieser Programme, die Sie verwenden. Genau, für die FE-Berechnung in allererster Linie Sophistic, aber natürlich gerade bei dieser komplexen Geometrie sind natürlich auch Programme wie Rhino, Grasshopper zur Programmierung stark im Einsatz und natürlich nicht zuletzt Allplan zur Bewährungskonstruktion. Herr Bechmann, Wolfgang Blume fragt, wie das so mit der Vergütung aussieht bei dieser Unmenge von zigtausend Bewährungsplänen pro Kelchstütze. Kann man da noch irgendwie von HOAI sprechen? Naja, wir sind ja im Vertrag von Ingenhoven, vom Büro Ingenhoven. Das heißt, das ist ein langer Weg, aber man kann da eigentlich jetzt nicht vor so vielen Zuhörern so ganz offen drüber sprechen, würde ich sagen. In jedem Fall ist ja klar, dass es unheimlich... Wir schiffen das mal ganz dezent, ja. Genau, sowas über so einen langen Zeitraum zu kalkulieren, wie groß jetzt wirklich die Baukosten sind, ob sich das anpasst. Also letztendlich ist man ohnehin auf ein gutes Verständnis zwischen Planern und Bauherren angewiesen, dass ein gegenseitiges Verständnis dafür da ist, wie groß sind eigentlich die Leistungen, die gemacht werden, wie umfangreich ist das, dass man dann auch für bestimmte neue Situationen immer wieder Lösungen findet. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man einfach einmal ein HOAI-Honorar festlegen kann und das passt sich dann über die Zeit an. So leicht ist es natürlich nicht. Ja, Herr Megerle, wir wissen alle, dass die Kosten total explodiert sind und dass diese Schätzungen, also der ersten Machbarkeitsstudie von 95, um Vielfaches übertroffen wurden, jetzt in der aktuellen, also Stand heute, um über das Vierfache. Was sind denn die Gründe dafür? Warum kam es zu dieser erheblichen Fehleinschätzung oder wurden da auch tatsächlich Dinge verschwiegen? Also war das eine hochpolitische Diskussion und ein hochpolitisches Ziel, auch dieses Projekt durchzudrücken?
Ist natürlich auch ein schwieriges Thema, was man jetzt hier vielleicht auch nicht mal Noch schwieriger als über Geld zu sprechen, also über die Hawaii zu sprechen. kann. Naja, man muss, also grundsätzlich muss man immer aufpassen, auch von was für Zahlen man denn redet. Da werden oftmals auch Zahlen durcheinander geworfen. Der Tiefbahnhof zum Beispiel ist vergleichbar mit dem Umbau der Oper in Stuttgart, was die Kosten betrifft. Projekt Stuttgart-Ulm. Also oftmals wird eben anfangs ein kleiner Bereich nur genommen und dann nachher mit dem großen Ganzen verglichen. Großteil dahinter Also geklemmt. einfach Äpfel und Birnen verglichen, da muss man grundsätzlich aufpassen. Natürlich, wie Sie sagen, geplant in den 80er Jahren, 95, ein Entwurf oder eine Schätzung. Dann gab es natürlich noch keine tiefgehende Planung. Die erste Planfeststellung war der Bahnhof an sich, war 2005 soweit. Also da gibt sich jetzt, je genauer man denn auch rechnet und prüft und guckt, geben sich meistens auch nochmal Kostensteigerungen. Dann muss man natürlich sehen, 95 zu heute ist die Baukosten an sich, also das weiß auch jeder Häuslebauer, sind da auch um 50% höher. Mindestens. Mindestens, ja. Ja. Also das rührt auch daher, also weil einfach höhere Komfortansprüche jetzt umgesetzt werden, vor allen Dingen die Sicherheitsbeiwerte, das Sicherheitsniveau durch die Eurocodes, die jetzt auch in der Zwischenzeit eingeführt worden sind, sind auch nochmal ein Stück höher, die Dauerhaftigkeit wird dadurch länger und so weiter. Das sind auch alles nochmal Kosten. Dann gab es verschiedene Erweiterungen auch oder Verbesserungen in dem Projekt, zum Beispiel die große Wendlinger Kurve, die man anfangs naja, die Zahlen werden ja auch immer größer. Also jetzt gibt es den Deutschlandtakt, der 2030 umgesetzt werden soll. Das war 95 noch nicht, davon war noch nicht die Rede. Es war auch in den 80er Jahren erstmal, meine ich, nur vier Gleise, jetzt haben wir ja acht. Also da gab es auch nochmal einige Anpassungen. Dann wurde sicherlich auch unterschätzt der Einfluss der Interessensgemeinschaften, was na, die sicherlich auch zu Recht Dinge fordern, manchmal aber vielleicht in Deutschland auch übertrieben, will ich jetzt auch nicht im Detail bewerten, aber nur mal der Tier- bzw. Artenschutz, Juchtenkäfer, Eidechsen, da sind einfach ein Vielfaches auch an Kosten dazu gekommen, die man vorher so nicht abschätzen konnte, weil man einfach die Untersuchung auch nicht im Detail so weit gemacht hat. Genauso das Baugrundrisiko, das ist natürlich immer erstmal auf der billigen Seite. Das ist ebenso, die Ausschreibungsverfahren funktionieren so. Tatsächlich gibt es auch Ansätze, um da genauer zu kalkulieren und besser an den Preis ranzukommen. Und zuletzt wird jetzt Stuttgart 21 auch ein Pilotprojekt für einen digitalen Knoten mit dem digitalen Stellwerk und ETCS, European Train Control System. Das sind alles auch neue Dinge, die spannend sind, die jetzt auch die Bahn wieder positiv also von Berlin aus nach Stuttgart blicken lässt, weil da einfach auch nochmal viel Neues passiert. Und ja, man sieht es auch an den Zahlen der UEG, ZEG, die wir hier benötigen. Es sind einfach viele neue Dinge. Es ist ein Pilotprojekt in vielen verschiedenen Disziplinen und Bereichen. Und ja, tatsächlich wurde da wahrscheinlich einiges auch unterschätzt. Ja. Und es sind auch einfach viele Dinge dazugekommen, ne? Im Laufe der Jahrzehnte kann man ja eigentlich schon sagen. Ja, je Ich länger möchte so ein mal zu. Projekt dauert, desto teurer wird es, ist ja klar. Einmal sind die Baukosten allgemein höher, zum anderen muss eben immer wieder Planung überarbeitet werden, weil sie Normen anpassen. Das ist einfach ein schwieriges Thema bei öffentlichen Bauprojekten. Ja. Ich möchte mal zurück zum Projekt kommen. Thomas Geuder fragt, das ist eine Frage vermutlich an Sie, Frau Schmid, hat sich im Planungsverlauf einmal die Frage gestellt, statt Beton ein anderes leichtes Material zu verwenden, also zum Beispiel spezielle Kunststoffe, oder bei so viel Bewährung gleich auf einen Stahlbau draus zu machen? Also für das Schalendach selbst gab es diese Frage eigentlich nicht, beziehungsweise wurde sie dann gleich von uns oder anderen Experten
sage ich mal, vom Tisch gewischt, denn es ist natürlich so, wie man in unserem Beitrag ja gehört hat, war das Ganze ja schon so entwickelt mit Seifen, Hautmodellen und so weiter, dass es idealerweise druckbeansprucht sei. Aber diese Randbedingungen, wie zum Beispiel diese Erdauflast ganz maßgeblich, führt einfach zu ganz anderen Belastungen. Und das war natürlich auch ein wesentlicher Grund, warum zum Beispiel Kunststoff oder zum Beispiel eben Membrane, irgendeine leichtere Konstruktion einfach auch nicht funktionieren würden. Denn wir haben aufgrund dieser Erdlasten einfach Biegebeanspruchungen im System. Und da wäre jedes andere Material eben auch, ja, hätte eine sehr, sehr hohe Beanspruchung und hätte natürlich zu anderen Schwierigkeiten geführt. Ja, und also und was das jetzt für einen tatsächlichen Aufwand bedeutet, da haben Sie uns freundlicherweise, Herr Megerle, von der Deutschen Bahn einen kleinen Film noch, also einen sehr spektakulären Film zur Verfügung gestellt. Da würde ich doch die Regie bitten, den mal eben abzuspielen. Den schauen wir uns einfach mal kurz an. Das ist auch ein Zeitzeugnis, ich glaube, aus jüngster Vergangenheit von der Baustelle. War die kleine Achterbahnfahrt über die Baustelle. Ja, es gibt noch eine weitere Frage, nochmal zu den Kelchstützen, die scheinen doch sehr im Fokus zu stehen. Wurde mal überlegt, fragt Marco Vargas-Wehrs, die Kelchstützen auch in einem 3D-Druckverfahren zu erstellen. Gab es das denn überhaupt schon zu dem Zeitpunkt, wo Sie die Planung aufgenommen haben? Also vielleicht, man muss ja schon sehen, dass das Zulassungsverfahren, das wir hier haben, gerecht den Kriterien des Eisenbahnbundesamtes sein muss. Also wir können hier zum Beispiel nicht alle Verfahren anwenden, die wir in einigen experimentellen Bauten anwenden würden. Schon auf Fragestellungen, die wir intensiv diskutiert haben, nimmt man Faserbeton statt normal bewährten Beton? Das sind alles Fragen, die gerade natürlich wirklich in ein Bahnhofsgebäude, was ja auch nach Rechtsvorschriften teilweise ein Tunnelgebäude ist, eigentlich ganz schwer umzusetzen sind. Also man kann gar nicht genug darüber
nachdenken, dass das gerade unter diesen Randbedingungen eben auch eines Eisenbahnbundesamtes, eines Verkehrsbauwerkes mit wirklich erhöhten Sicherheitsanforderungen umgesetzt werden kann. Da sind natürlich solche Methoden wie jetzt erstmalig so eine große Struktur zu drucken tatsächlich fast nicht denkbar. Gleichzeitig ist das in dieser Größe auch nicht denkbar. Also wir drucken Gebäude, aber das sind tatsächlich wesentlich kleinere experimentelle Bauten als diese Kelchstützen hier. Was mussten Sie denn, Frau Schmid, im Haus intern bei Werner Sobeck alles verändern, entwickeln, vielleicht auch softwaretechnisch einführen, um oder an neuen Methoden auch entwickeln, um dieses Projekt stemmen zu können oder seriös bearbeiten zu können? Ja, da gab es sicher einiges. Das fing zum Beispiel schon an bei der Abstimmung mit dem Geotechniker hinsichtlich der Interaktion von Tragwerk und Baugrund. Da haben wir sehr innovative Wege beschritten und haben uns intensiv und iterativ mit dem Geotechniker abgestimmt in sehr, sehr langen Prozessen. Das jetzt im Detail zu beschreiben, wird sicher den Rahmen sprengen. Da gibt es von uns auch diverse Veröffentlichungen. Das ist schon eigentlich ein ganzes Kapitel für sich. Aber natürlich gibt es auch das, was jetzt offensichtlicher ist, das Thema der Bewährungsführung in diesem doppelt gekrümmten Schalendach, das eben nicht ganz einfach ist und vor allem auch sehr umfangreich, einfach von der Masse der Bauteile. Und das hatten wir ja auch in unserem Vortrag beschrieben, dass wir eben hausintern Skripte entwickelt und programmiert haben, um einfach die Generierung der Geometrie, der Bewährung ein Stück weit zu automatisieren. Hier alles händisch durchzuführen, da wären wir noch sehr, sehr lange beschäftigt. Das war sicher ein ganz, ganz großes Stück Entwicklungsarbeit. Und gut, nicht zuletzt gibt es natürlich auch die alltäglichen Tätigkeiten eines Tragwerksplaners, wie einfach die Erstellung von Statikdokumenten oder die Bewährungswahl, die wir hier einfach aufgrund des enormen Umfangs in diesem Projekt auch deutlich optimiert haben, wovon wir jetzt natürlich auch im ganzen Unternehmen auch für andere Projekte profitieren. Herr Megerle, was sind von Bauherrenseite die größten Herausforderungen bei diesem Projekt, mal mit Abstand betrachtet? Natürlich, wie die vorherige Frage schon gestellt wurde, die vielen Beteiligten und die vielen, dass man einfach jeden mitnimmt. Die Bahn an sich hat schon sehr, Bahntechnik Oberbau hat schon sehr viele Untergruppen, dass die alle rechtzeitig ihre Angaben liefert und in der Planung wird alles mitgenommen, was angegeben wird, aber dann muss man die eben rechtzeitig anfragen. Teilweise gibt es dann eben mit den kleinen Querschnitten doch große Probleme, die unterzubringen. Und klar, in Summe ist es ein herausragendes Projekt, aber mit sehr vielen Anforderungen, mit sehr vielen Schnittstellen. Und die Schnittstellen, die müssen einfach gut getackelt werden. Jeder muss da mitmachen. Es müssen alle motiviert werden. Auch viele Besprechungen, viele Abstimmungen. Und dann läuft es auch. Okay, wann ist geplante Fertigstellung? Naja, 2021 heißt ja nicht, dass es 2021 fertig wird. Hieß es mal, also das ist ein Bauprojekt des 21. Jahrhunderts. Wir haben, ich meine, vor 1,5 Jahren offiziell kundgetan, dass die Fertigstellung oder die Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel 2025 stattfinden soll. Also das heißt, im Dezember ist der da. Und das sind auch noch, ist wohl noch eine ganze Zeit hin, aber ist noch eine, in vielen Bereichen auch eine große Herausforderung, die wir einfach versuchen müssen, zusammen zu meistern und dann auch Dinge parallel laufen lassen, Rohbau und Ausbau zusammen und dann kriegen wir es auch hin. Sind wir überzeugt. Also es bleibt uns auf jeden Fall noch genügend Zeit, noch weitere Berichte darüber zu erstellen und vielleicht auch nochmal zusammenzuschalten bei Gelegenheit. Ja. Dreien vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie auch, Herr Bechmann und Frau Schmid, vorher ins Büro gegangen sind und das den ganzen Vortrag eingesprochen haben, aufgezeichnet haben. Das war wirklich ein toller Einblick und ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nimmt und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich möchte gerne gerade noch auf den nächsten Programmpunkt hinweisen. Um 14:30 Uhr sind wir zusammen mit Martin Haas von Haas Krug Zemmerich
und er wird über die Alnatura Arbeitswelt berichten. Um 15.30 Uhr gibt es wieder tolle Impulsvorträge unserer Industriepartner und um 18 Uhr heute Abend sind wir zusammen mit Thomas Auer von Transolar, Stefan Benisch und Oliver Schulze zum Thema die Zukunft der Stadt, was ganz anderes. Vielen herzlichen Dank und bis hoffentlich bald. Dankeschön.